Hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Ja, zurück zu Let's Play Mario Kart 8 Deluxe. Im letzten Part haben wir den Blumencup gefahren, uns den Goldpokal sowie die vollen 3 Sterne holen können, 60 Punkte. Und nun geht's weiter. Diesmal fahren wir mit König Buhu, dem dritten neuen Charakter. Und dann in den nächsten Part geht's mit den Inklingen los. Ja, you are scary. Das nächste ist direkt wieder mal ein Kartteil. Kein Rad, kein Gleiter. Die Bolide. Und oh, die ist nice. Aber König Buhu, du scheinst unpassend für das Teil zu sein. Deswegen schau ich mal. Es müsste doch auch ein passendes Kartteil für ihn geben. Was ist denn das? Splat Quad. Boah, das schaut cool aus mit den Rädern. Boah, Bitch. Was haben wir hier? Standard Quad. Naja, ich will ein Kart finden oder ein Bike, was für den Buhu ganz angenehm ist. Ist doch geil, oder? Okay, so. Mal gucken, was gibt's denn noch? Okay, wir haben erstmal noch ganz wenig zur Auswahl. Dann nehmen wir... Das sieht komisch aus. U-Kart. Nehmen wir den hier mal, den Rennwagen. Zusammen mit... den Rallye-Rädern. Oder gibt's noch... Also den Rallye-Rädern. Und den Gleitschirm. Hier, den beiden haben wir schon 3 Sterne. Jetzt geht's mit dem Sternenkampf weiter. Ich liebe dieses Spiel, ich vergöttere es. Ich will es heiraten. Sternkap, erste Strecke, Sonnenflughafen. Da gab es sogar einen Bug in Mario Kart 8, dass man da bei der... Ich zeige euch gleich am besten hier einfach die Stelle. Jetzt geht es mal los. Lol, man hat eine Stimme gehört. So eine Durchsage. Oh, da ist... Katzen-Peach-Bitch. Das Kart lässt sich deutlich geiler steuern als das Bike. Ach ja, König Buhu, dich finde ich auch auf jeden Fall sehr nice. Geh zur Seite, Bitch. Ja, ich ist wieder dasselbe. Man hört nämlich die, man hört kaum das Kart. Jetzt hört man es wieder. Irgendwie lol. Wo ist denn der Erste? Da vorn. Take that, you stupid bitch. Das ist auch so eine kleine Abkürzung da bei den Kisten. Da kann man nämlich springen. Aber das zeige ich euch gleich in der zweiten Runde. Oh, ich habe nicht nachgeguckt, wie man das Dings da wechselt. Das war so klar. Ha, ha. Mann, als ob wir voll auf die Banane gefahren sind. Oder geflogen. Gesprungen. So. Das ist... Nein. Alter, willst du mich ficken oder was? Das kann nicht wahr sein, Digga. Da. Dann das noch, ja klar, was sonst noch? Ein Big Mac, ein Big Tasty und ein Arschtritt dazu. Also ich muss auf jeden Fall gucken, also vielleicht könnt ihr mir ja auch helfen. Falls man die Items in diesem Spiel tauschen kann, also wenn man beide Items, 2 Items hat, dann schreibt es mir mal in die Kommentare, wie es geht. Falls es nicht geht, dann geht es halt nicht, dann müsst ihr es auch sagen. Doch falls man die Card, die Items tauschen kann, dann bitte in die Kommentare, weil ich will das echt mal wissen. Als ob! Als ob! Nee! Fahr! Ihr Scheißbetrüger! Wenn ich das gewusst hätte, ne? Oh, da freut er sich. Ey, ich finde sein Face gerade irgendwie süß. Na gut, der Buhu streckt seine Zunge raus wie so ein Pedo. Aber naja.
Ich hoffe natürlich, dass der Ton passt. Delfinlagune, die dritte Strecke. Und der Aal. Der heißt, glaube ich, Kano, aber ich bin mir gerade gar nicht sicher. Zumindest heißt der in Mario 64 Kano. By the way, Mario 64, da habe ich schon die ersten zwei Parts aufgenommen, aber ich warte noch mit dem Upload. Weil ich habe wirklich sehr viele Projekte am Laufen. Ich muss gucken, wie ich das jetzt genau mache. Hol dir die Coins. Scheißdreck! Fuck! Ach man, die Cloud ist einfach Doppel-Item. Okay, ich sollte besser nicht nach vorne gehen, weil die hat da gerade ganz böse Items. Du Bitch! Ah! Das könnte jetzt tatsächlich ein schlechtes Rennen für mich werden. Ich muss jetzt echt nochmal mich dranhängen. Ja, geh doch mit deinen Feuerbällen aus dem Weg. Das ist voll witzig. Wie kann hier Feuer unter Wasser sein? Ist wie bei SpongeBob. Wie, die machen Feuer unter Wasser. Und erst wenn Patrick sagt, ja, wir können nicht noch unter Wasser, wie können wir da Feu-Feu machen? Oder bei dieser Steinzeitfolge. Etala Feu-Feu, SpongeBob Feu-Feu. Vor allem, wie kann man Feuer tragen, ne? Die Abkürzung fahre ich vielleicht später. Du willst mich doch verarschen. Double Kill. Oder was sag ich? Ich habe beide gehittet. Oh Mann, die Pilze wollte ich. Als ob da liegen zwei Pilze, zweimal drei Pilze und ich krieg keinen davon. Immerhin, ich bin noch auf dem ersten Platz gelandet. So, jetzt muss ich mich halt noch ranmachen, dass ich das nicht versaue. Deine Mutter. Ich hatte das Item noch nie. Na, vielleicht werden wir es ja in... Ah, hier ist die Abkürzung. In Mario Kart 8 Deluxe Online sehen. Läuft doch bei mir. Sagte er und wurde von einem Scheiß... Blitz getroffen. Ich versuche halt auch noch immer die 10 Münzen mit zu. Nein! Du Hure! Komm bloß zurück! Nee! Boah, zum Glück hat die Superhupe nicht eingesetzt. Komm schon, Turbo. Das war klar, Blammy, du kleiner Bastard. Das ist sogar eh der bekloppteste von den Koopalingen. Der schielt immer blöd und was weiß ich, was der macht. Der spielt mit Feuerwerkskörpern, Bomben. Bomben. Das war wirklich knapp, ey. Sterncup, dritte Strecke, Disco-Drom. Disco, Disco, Bum, Bum, Disco. Okay, ich hör auf. Na? Von wo? Von welchem Film habe ich das? Falls ihr die Antwort wisst, schreibt es in die Comments. Am Ende werde ich dann den, obwohl ich werde es dann im nächsten Part bekannt geben. Aber nicht schummeln, Leute. Falls ihr es wisst, in die Kommentare. Falls nein, dann werde ich es im nächsten Part auflösen. Ich singe definitiv zu viel. Take that, Bitch. Boarded Music. Shit, Mann, wenn ich jetzt Facecam anhätte, ne, ihr würdet euch kaputt lachen, wie ich gerade mit meinem ganzen Körper hier so nach vorne und hinten wackle. Wiggle, wiggle, wiggle. Okay. Konzentration. Wir haben sogar die lilanen Dinger geschafft. Ich sag's einfach Sparks, weil sie auf Englisch heißen die so, die Turbo Sparks. Boah, diese Baby Daisy ist klebt mir am Arsch.
Yes, Mann, ich habe Starry gehört. Ha, meine Superhupe kannst du nicht entkommen. Ja, komm her. Ja, komm. Ja, feiner Starry. Take that, bitch. Okay, das war gerade ein bisschen laut. Dafür entschuldige ich mich. Okay. Bam, bam, bam. Bin ungeschlagen Erster. Das finde ich geil. Jetzt habe ich da irgendein Panzer gehört. Keine Ahnung, was das für einer war. Jetzt fahre ich auch mal die Richtung. Und wurde gleich mal ausgebremst. Läuft bei mir. Ich war ganz schön nah am Rand. Oh! Alter, eine scheiß Banane lag da. Das fand ich geil. Vor allem, Leute, was mir auch noch gerade einfällt, ich habe voll vergessen, dass ich eigentlich im letzten und in diesem Part mit anderen Controller-Möglichkeiten fahre. Ich fahre jetzt schon seit 3 Parts mit dem Pro-Controller. Dabei wollte ich eigentlich die Joy-Con-Lenkräder nutzen. I am so stupid. Ich weiß nicht, warum ich so vergesslich bin. Gut. Nächstes Rennen und somit das letzte für diesen Part. Im nächsten Part, ja, ich weiß nicht, ich werde auf jeden Fall, ich sag's mal so, ich fahr den ganzen Nitro Grand Prix ab, also die obersten Strecken, die Wario-Abfahrt. Die ist bei Online-Spielern sehr beliebt. Das ist auch die erste Abschnittsstrecke. Heißt eine Runde und 3 Abschnitte. Und ich habe den Start verkackt. Ich bin schlau, wirklich. Geh zur Seite, du fetter Sack, ey. Hashtag nichts gegen fette Leute. Gibt ja einige, die nichts dafür können. Aber fettleibigen Leuten, die einfach nur faul sind, und halt überhaupt nichts machen für ihre Gesundheit. Bei denen kann man schon sagen, ja. Aber es gibt halt auch einige, die nichts dafür können, wie zum Beispiel meine Grundschulfreundin damals. By the way, ich könnte mir auch gut vorstellen, irgendwie sie als Freundin weiter zu haben. Ich muss halt, vielleicht frage ich sie echt mal, ob sie einen Freund hat. Wenn nicht, dann frage ich sie mal. Weil sie, ich meine, selbst in der Grundschule hatten wir, ich weiß nicht, es kam mir damals auch wirklich vor wie so eine Beziehung. Wenn sie den Part jetzt hier guckt, die wird vor meinem Tisch und sagen, was hast du gesagt? Ich stelle mir das gerade so vor, wie das aussehen würde. Aber nichts gegen sie, ich mag sie ja. Man darf nur in ihrer Gegenwart nicht irgendwie sagen, dass sie fett ist oder so, weil das verletzt sie auch sehr doll. Meine Mutter zum Beispiel, ich kann manchmal ein paar Witze machen, so ja, isst nicht so viel oder so und sie lacht drüber. Bei meiner Grundschulfreundin, ich sag jetzt einfach mal keinen Namen, vielleicht will sie das ja auch nicht. Sie will ja, weil sie fühlt sich dann immer so angegriffen davon und sie hat ja auch so eine Art, ich weiß nicht, wie es heißt, Stoffwechselkrankheit oder so, sodass sie halt nicht abnehmen kann oder so. Oder sie ist halt, sie passt auf ihre Gesundheit auf, aber ist halt von Natur aus dick, sie kann nichts dafür. Ich hasse, es heißt nicht, dass sie schlecht ist, deswegen, ich meine, ich sollte auch wieder über das Thema zu reden. Fakt ist, ich könnte mir gut vorstellen, sie als richtige Freundin zu haben. Ach ja. Grundschule fand ich eigentlich ganz korrekt. Bis auf diesen scheiß Wichser Justin. Den habe ich damals gehasst, ne? Jedes Mal. Deswegen habe ich auch immer bei den normalen Klos gepisst, gepinkelt, weil bei den Stehtoiletten hat er die Leute immer reingeschubst, dieser Wichser. Ich habe ihn so gehasst, ey. Da kann ich euch auch noch eine Story dazu erzählen. Und zwar, da war das so. Einmal hat er es gemacht bei mir. Und ich habe mit dem Ellenbogen
ihm auf die, ihm die, ihm voll in den Brustkorb reingedonnert. Das hat, er hat sowas von, er hat sich sowas von gekrümmt. Da, ab dem Punkt, da war ich echt befriedigt. Pauls, I don't know. Aber ich sag's euch, Leute, Mobber gibt es immer. Aber man ignoriert solche Bastarde am besten komplett. Und wenn sie handgreiflich werden, geht man zum Lehrer, zu seinen Eltern. Oder besser gesagt, dass sie halt richtig schön den Arsch versohlt bekommen. Nun gut. Anderes Thema, wir haben den Blitzcup. Das ist kein Blitz, das ist ein Stern. Den Sterncup. Den Sterncup. Das ist der Sterncup. Ich sollte mal besser gucken. Nun gut. 90 Münzen haben wir gesammelt. Neues Kartal ist verfügbar. Und wir haben die vollen 3 Sterne. Und ich würde sagen, Leute, falls euch dieser Part von Let's Play Mario Kart 8 Deluxe gefallen hat, würde ich mich selber ein Damen. Nur Versprecher am Ende, nur Versprecher. Über einen Daumen hoch und eine positive Wertung freuen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das wie immer kostenlos tun. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Mario Kart 8 Deluxe. Bis dann.